Hallo, mein Name ist Anke Heiland, ich komme von DNP in Dänemark. Ich möchte jetzt gerne demonstrieren, was wir hier hinter mir auf der Wand haben. Und zwar ist das eine Supernova, Hygiene. Das ist eine Aufbruchscheibe. Und man sieht ja jetzt hier deutlich links, wo wir einen Streifen weißen Leinwand haben und hier die Supernova. Hier links kein Schwarzwert, kein Kontrast. Rechts bei der Supernova tiefen Schwarzwert und hoher Kontrast. Ich habe jetzt halt erstmal ein Stück Supernova hier vor und man sieht jetzt deutlich den Unterschied. Also hier Kontrast, hier kein Kontrast. Und wie funktioniert das? Also das kann man ganz einfach mit einer Birne mal demonstrieren. Wenn das jetzt ein Projektor wäre, sieht man, dass die weiße Leinwand das Licht projiziert, wie erwünscht, und die Supernova auch. Wenn das jetzt eine Deckenleuchte wäre, Ambient Light, dann sieht man, dass der weiße Leinwand das auch rückprojiziert. Aber hier bei der Supernova wird das absorbiert. Und das ist das Lichtfilter, das macht. Und dadurch erhält man den sehr hohen Kontrast, bis zu 10-mal so viel Kontrast wie bei einer weißen Leinwand. Wir haben zwei Ausführungen von der Supernova, einmal Low Gain und einmal High Gain. Und hier haben wir das High Gain Material. Im Vergleich zu herkömmlichen High Gain oder anderen High Gain Materialien haben wir bei der Supernova sehr weite Blickwinkel. Und wenn man mal zeitlich panoriert, kann man sehen, dass man trotzdem eine sehr uniforme Bildwand hat, ohne jegliche Hotspots. That's correct.